Schön hier gemacht, diese Wegweiser hier in Goldlauter-Heidersbach. Ja, und damit herzlich willkommen zu Wandern in Thüringen, Teil 66 hier aus Goldlauter-Heidersbach, ein Ortsteil von Suhl. Ja, und Ziel ist hier heute für mich der Rennsteig. Suhler Hütte 4,4 Kilometer, ja. Gasthaus Haus am Berg. Mit Biergarten kann ich hier empfehlen zum Einkehren. Ja, circa vor einem Jahr bin ich hier in dem Dreh auch gewandert, hier in der Nähe, und zwar von Heidersbach hoch zum Großen Bärberg. Und da wurde mir gesagt, das ist das Ringberg-Hotel, ja, oberhalb von Suhl. Ja, jetzt habe ich es mir gemerkt, ja. Ja, damals bin ich auch ein Stück die Rosenkopfstraße gelaufen, hoch zu, ja, was war denn das? Adler, genau, zum Adler bin ich gelaufen, aber heute soll es zur Suhler Hütte gehen. Schmücke ist kurz dahinter. Ja, hier schaut man noch mal so ein bisschen auf den östlichen Rand von Goldlauter mit dem Ringberg-Hotel, ja. Ja, so geht es jetzt mal zunächst mittelmäßig bergauf, so eine schmale Asphaltstraße in nördliche Richtung. Ja, natürlich Richtung Rennsteig. Ja. Mal so ein kleiner Tipp. Ich bin ja nun, habe mein Auto in Ortsmitte nur abgestellt, so ein Parkplatz. Ja, aber hier ist auch so eine schöne freie Fläche. Ja, und da könnte man natürlich hier auch sein Auto abstellen und weiter wandern. Ja, ich denke mal, da würde keiner was sagen. Ja, und noch besser, lieber Autofahrer, hier noch mal ein ganz kleines Stück weiter oben. Hier ist ja alles frei. Hier kann man richtig sich dann hinstellen am Parkplatz Geiersberg. Ja, mal ein kleiner Service. Aber recht eingeschränkte Öffnungszeiten. Sonntags auch mal über die Mittagszeit geöffnet. Also es ist heute noch mal eine mega Herausforderung. Steil bergauf, Höhenunterschied von über 300 Meter. Und das bei 30 Grad, ja. Richtig heiß ist es heute und volle Sonne. Zumindest erstmal. Ich muss auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass nachmittags sich auch mal hier Gewitter verirren können. Also auch ein bisschen mal aufpassen. Für mich jetzt heute speziell, ja. Ja, die Ferienhäuser am Geiersberg. Immerhin 700 Meter hoch hier schon, ja. Wie gesagt, die Suhler Hütte ist mein Ziel. Ja. Also ein bisschen östlich halten. Im vergangenen Jahr war ich ja in diesen Regionen gewesen. Adler. Ja. Rosenkopf, Rosenkopfstraße, das wird auch heute wieder ein Thema, ja. Ja, und hier kann man natürlich dann von Heidersbach hier ranlaufen, beziehungsweise auch wieder runterlaufen. Und Geiersberg 2, das ist ja meine Route von Goldlauter. Also Geiersberg 1, Heidersbach, Geiersberg 2, Goldlauter. Ja, und hier mal eine Gesamtübersicht. Ich befinde mich jetzt hier auf der sogenannten Rosenkopfstraße. Suhler Hütte 3,3, Sandwurf, Skibaude, das war Teil, ich glaube, 56 im vergangenen Jahr. Und Adler, ja. Na gut, das ist Vergangenheit. Hier kommt man dann auch hier oben lang, dann auch Richtung direkt Suhl, dann direkt in die Stadt Suhl hinein. Knapp 5 Kilometer. Ja, und die Skibaude, die ist ja gar nicht weit weg. Das war damals mein Startbild in Wandern und Thüringen vergangenes Jahr. Aber heute geht es hier mehr in südöstliche Richtung, ja.
Kleine Korrektur, mehr nordöstliche Richtung. Ja, ich laufe ja Richtung Rennsteig. Ja. Gleich, wenn ich jetzt hier mal das so zeige, der Waldbestand, der ist hier sehr gut. Kaum tote Fichten. Ja, alles und auch mehr so Mischwald. Und der viele Regen der letzten Tage und jetzt wieder die Sonne drauf. Das ist herrlich. Ja, und recht eben und erholsam geht es jetzt erstmal hier weiter in nördliche Richtung. Ganz entspannt. Tja, liebe Wanderfreunde. Und hier war ich im vergangenen Jahr auch am oberen Sandwurf. Hundertprozentiger bin ich dann hier weitergelaufen Richtung Adler. Ja, das sind mal 1,6 Kilometer. Die Wanderung habe ich euch vorher ja geschildert. Von dort war ich vorher ja gekommen, von Heidersbach. Von Goldlauter bin ich jetzt gekommen. Ja, und dann geht es natürlich hier weiter. In östliche Richtung. Suhler Hütte. Ja, ich habe Glück. Heute ist Dienstag. Müsste offen sein. Ja, schon mal hier als kleiner Service. Mal ein Service für Wintersportler. Hier so die letzten oberen Gebirgsbäche. Selbst die gefüllt mit Wasser. So, liebe Wanderfreunde, jetzt habe ich mal eine Frage. Südwestliche Richtung, diese Erhebung hinterm Ringberghotel. Wie heißt dieser Berg? Ist das der Dolmar Richtung Meiningen? Fragezeichen. So ein schöner Ausblick hier. Und hier wieder so ein Panoramablick in südwestliche Richtung mit dem Ringberghotel. Und hier weit unten schon Goldlauter, ja. Ja, eine kleine Rast habe ich mir jetzt verdient hier. Hütte am Rosenkopf. Cool. Kleine Grillecke hier, beziehungsweise Lagerfeuer. Ja, nach der kleinen Rast geht es jetzt hier weiter. Immer noch recht gemächlich bergauf. Ich schätze, ich bin jetzt hier etwas mehr als 800 Meter hoch, aber dort, wo ich da hin will, da auf den Rennsteig da, Suhler Hütte, ich glaube, das ist fast 900 Meter hoch. Ja. So, jetzt zeige ich mal gleich zwei interessante Sachen, vor allem das hier. Kommt so steil vom Berg. Ah, das frische Wasser hier runter. Ist das eine Erfrischung? Das werde ich jetzt auch gleich mal machen, mich hier erfrischen. Ja, schaut euch das mal an. Hier oben plätschert das hier runter. Und dann fließt das hier ab. Ja, und auf der anderen Seite dieser grandiose Blick hier. Ganz steil nach unten hier ins Tal hinein. Also das ist für mich jetzt hier wieder ein Naturhighlight, ja. Ach, ich habe mich jetzt so schön erfrischt und gerade heute bei dem heißen Tag, da ist das hier ein Willkommensgruß, ja. Und da ganz oben. So, und damit man auch weiß, um was es sich hier handelt, der triefende Stein. 851 Meter immerhin schon. Ja, so, nun kennt ihr und auch ich den triefenden Stein. Nee, ich glaube, die Berge heißen anders. Ich habe die, glaube ich, schon mal
von Plenkners Aussicht schon mal bestimmt. Das ist nicht der Dolma, das sind zwei andere Berge. Auch weit hinter Suhl, ja. Im Dunst dort hinten. Das ist nicht der Dolma, nee, nee. Gleichberge oder? Ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Wie gesagt, sagt mal was. Ihr wisst das bestimmt, liebe Wanderfreunde. Ach, und ein Blick schöner als der andere. Hier. Da unten Goldlau da und Schwimmbad oder was das ist. Oder irgendein Teich oder ich weiß es nicht. Ist das nicht herrlich, darunter zu gucken? Ja, so ein bisschen hinter Fichten verschwunden. Hier guckt man in südwestliche Richtung auf Teile der Stadt Suhl. Ca. 35.000 Einwohner. Das ist hier in der Region die größte Stadt, ja. Ja, jetzt bin ich von Sandwurf auch schon wieder 1,9 Kilometer gelaufen. Das heißt, müsste jetzt noch ein guter Kilometer sein bis zur Suhler Hütte. Ja. Hier hat man eine Sitzbank aufgebaut. Na, warum wohl? Weil man hier so richtig herrlich noch viel besser auf Goldlauter gucken kann. Grandios. Ja, hier hört man nichts, außer dass ganz unten, ganz weit unten ein Bach rauscht. In knapp 900 Meter Höhe jetzt schon. Tja, liebe Wanderfreunde, ich hab's gleich geschafft. Selbst die Schmücke ist hier nur zum Greifbar nahe. Zum Greifen nahe. Ja. Tja, und hier präsentiert sie sich nun. Die Suhler Hütte. Ja, heute Dienstag ist geöffnet. Und ich befinde mich... Ja, befinde ich mich denn schon am Rennsteig? Na, das werde ich gleich auch noch sehen. So, jetzt werde ich mal... Hier mal schauen. Gipfelweg. Oben weiter und dann kann man individuell, allerdings werde ich das nachher nicht machen, steil bergab laufen, auch nach Goldlau darunter. Ja, in so ein Tal hinein kann man hier auch ganz steil wieder runterlaufen. Ja, na immerhin. Mit 924 Metern die höchste Baude am Rennsteig. Wo es noch 200 Meter bis zum Rennsteig sind, da werde ich auch noch hinlaufen. Da ist dann meine Wanderbeschreibung dann zu Ende. So, jetzt habe ich noch ein paar Schritte bis zum Rennsteig. Liebe Wanderfreunde, jetzt möchte ich mal noch was loswerden. Das ist nun heute hier der 66. und vorerst wieder letzte Teil im Jahre 2023 von Wandern in Thüringen. Ja, es waren wieder bestimmt, hoffentlich, schöne Wanderungen, die ich zeigen konnte. Vor allem sehr vielfältig. Natur, Wasser, Berge, schöne Aussichten, Talsperren und was sonst noch alles so. Ja. Anfangs noch bei relativ niedrigen Temperaturen und jetzt hier heute bei großer Hitze. Naja, hier in über 900 Metern Höhe geht's. Hier ganz oben sind vielleicht nur 25 Grad, ja. Nur. So, und jetzt hier auf den Rennsteig. Hier geht nun endgültig meine heutige Wanderbeschreibung zu Ende. Ich will jetzt bloß noch mal euch noch zeigen, wie man hier weiterlaufen könnte. Ja, Schneeberg. Neue Gehlberger Hütte. Das ist hier wirklich nur 1,4 Kilometer weg. Schneekopf, nicht Schneeberg, Schneekopf, ja. Ja, mit Aussichtsturm und Gastronomie. Plenkners Aussicht, großer Bärberg. Da habe ich vorher ja von berichtet, ja. Adler, auch bekannt. Auch, glaube Teil 56. 300 Meter nur noch bis zur Schmücke. Schmücke,
Dort steht es schon. Also so ein Ortsteil kann man sagen. Schmücke kann man auch einkehren und auch gut dort parken. Ja, Rennsteig, ja. Ja, liebe Wanderfreunde. Und nun ist endgültig Schluss hier in Thüringen. Aber auch nur 2023. Und ich möchte euch dann im nächsten Jahr dann von Wandern in Thüringen wieder begrüßen. Ja.